Ist es gut oder ist es schlecht zu frühstücken, wenn man abnehmen möchte? Es heißt ja immer, Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages, aber auf der anderen Seite soll ja Intervallfasten beim Abnehmen helfen. Deshalb ist jetzt hier einfach die Frage, was hilft wirklich, um den Bauch jetzt hier loszuwerden? Sollst du frühstücken, sollst du lieber nicht frühstücken, wenn du abnehmen möchtest? In diesem Video gibt es die Antwort, also bleib unbedingt bis zum Ende dran und viel Spaß! Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sebastian Steude und ich möchte heute gerne mal mit dir über dieses große Mysterium Frühstück sprechen. Insbesondere im Hinblick auf das Abnehmen. Das heißt, wenn du hier ein bisschen zu viel Gewicht auf den Rippen hast, gern deinen Bauch loswerden möchtest, ist jetzt einfach die Frage, sollst du frühstücken oder sollst du das Frühstück lieber weglassen? Macht vielleicht Intervallfasten mehr Sinn? Das heißt, dass du eben erst mittags vielleicht die erste Mahlzeit zu dir nimmst. Was ist jetzt wirklich sinnvoll? Du kennst vielleicht den Spruch, Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das ist so ein Spruch, der sich schon wirklich seit Jahrzehnten hält und den wirklich jeder kennt. Aber was ist denn da jetzt dran? Die Geschichte dahinter ist tatsächlich sehr, sehr interessant, denn der Spruch, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages sei, ist einfach nur ein Marketing-Slogan von der Firma Kellogg's. Du kennst Kellogg's sicher für seine vielen Müsli-Sorten, für die Cornflakes und alles, was es herstellt. Und diese Firma, die gibt es schon sehr, sehr viele Jahre. Und früher war es so, dass die Menschen nahezu gar nicht gefrühstückt hatten. Da war es einfach normal, dass es mittags das erste Mal irgendwie was zu essen gibt. Aber Kellogg's wollte natürlich sein Müsli und seine Haferflocken und das alles verkaufen. Es gab zu der Zeit auch keine große Konkurrenz, weil eben auf diesem Markt sich nahezu niemand bewegt hat. Weil eben niemand gefrühstückt hat. Und da war Kellogg's tatsächlich sehr, sehr clever und hat sich überlegt, okay, wie können wir jetzt unseren Absatz steigern? Und anstatt eben zu sagen, hey, wir haben das leckerste Müsli, bei uns ist es das gesundeste Müsli, bei uns schmeckt es am allerbesten, sind sie einen viel, viel clevereren Weg gegangen. Und anstatt dieses Produkt schön zu reden, haben sie einfach einen Bedarf erzeugt. Und das haben sie gemacht, indem sie Millionen, vielleicht sogar mittlerweile Milliarden über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg in diese Message gepusht haben, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages sei. Sie haben das in die Köpfe der Leute gesetzt, sodass alle erstmal überhaupt darüber nachdenken zu frühstücken, weil es eben früher niemand gemacht hat. Niemand hat früher gefrühstückt. Und nur durch diese ausgefeilte, tiefgreifende und langanhaltende Marketingkampagne hat Kellogg's es wirklich geschafft, die Leute zu indoktrinieren und Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen davon zu überzeugen, dass Frühstück wichtig ist. Das heißt, auf diesen Spruch kannst du schon erstmal nicht viel geben, weil das hat absolut keinen wissenschaftlichen oder gesundheitlichen Hintergrund, sondern das ist erstmal wirklich nur eine Marketing-Message. So, jetzt ist das aber für dich natürlich nicht interessant, denn du möchtest ja wissen, wie kannst du jetzt möglichst schnell abnehmen und wie kannst du dein Bauchfett loswerden. Hilft da jetzt das Frühstück oder hilft es dir nicht? Und im Kern geht es eben in allererster Linie darum, dass du weniger Kalorien zuführst, als du eben über den Tag verbrauchst. Das heißt, du musst dich in einem Kaloriendefizit befinden. Und ob du da jetzt frühstückst oder nicht frühstückst, ist dahingehend relativ egal. Man könnte jetzt sogar sagen, wenn du das Frühstück weglässt und mittags erst das erste Mal was zu dir nimmst, hast du ja eine Mahlzeit weniger. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Kaloriendefizit landest, ist höher. Weil du hast ja dann nur noch zwei, vielleicht maximal drei Mahlzeiten zur Verfügung, wenn du nachmittags noch was Kleines zwischendurch snackst, um auf deine Gesamtkalorien zu kommen. Wenn du jetzt natürlich schon früh um 7 oder um 8 anfängst, das erste zu essen und über den Tag bis abends dann auch weiter isst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich erstmal grundsätzlich höher, dass du deinen Kalorienbedarf deckst, vielleicht sogar in den Überschuss kommst und dann wird es natürlich nichts mit dem Abnehmen. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist eben erstmal nur die reine, stumpfe und simple Mathematik. Dahinter steckt aber auch noch ein zweiter, wesentlich größerer und wichtigerer Faktor, den das Frühstück auch direkt beeinflusst. Und das ist nämlich dein Hungergefühl, dein Insulinspiegel. Denn wenn du jetzt früh nichts isst und dein Cortisolspiegel sehr hoch ist, weil du früh aufwachst, dann auf Arbeit fährst, einen stressigen Tag hast und eben nichts isst, bleibt der Cortisolspiegel natürlich auch oben, weil deinem Körper eben keine Nährstoffe zur Verfügung stehen. Das heißt, du gehst in Vorleistung, du verbrauchst Energie, die du jetzt noch nicht zugeführt hast und fängst dann eben an, Mittag oder vielleicht auch erst zum Nachmittag hin das erste Mal was zu essen. Und das Problem ist dann, dass durch den hohen Cortisolspiegel dein Insulinspiegel zunächst natürlich komplett im Keller ist, am Boden ist, weil du eben jetzt seit 10, vielleicht 12, vielleicht 16 Stunden nichts gegessen hast.
Das heißt, dein Körper schreit nach Nährstoffen und wenn du dann eben die erste Mahlzeit des Tages weit nach hinten schiebst und dann vielleicht auch noch mehrere Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann wird dadurch, durch diese hormonelle Konstellation, dein Insulinspiegel nach oben katapultiert. Du bekommst natürlich schnell Energie, das heißt, dir geht es dann erstmal grundsätzlich gut, du bist energiegeladen, aber dieser hohe Insulinausstoß sorgt dafür, dass dieses ganze Essen und die Kohlenhydrate auch extrem schnell verstoffwechselt werden und dieser Spiegel, dieser Insulinspiegel dann genauso schnell auch wieder abfällt. Und dann bist du in so einer Berg- und Talfahrt und vor allem diese Talfahrt macht den meisten sehr zu schaffen. Das kennst du in Form von Mittagsmüdigkeit, dass du dich eben, wenn du mittags dann das erste Mal richtig was gegessen hast, dich danach total träge fühlst vielleicht, schlapp fühlst, keine richtige Energie hast, so eine Müdigkeit kommt. Und du kennst es vielleicht auch in Form von Heißhungerattacken. Dass du dann danach oder spätestens am Abend, wenn du dann zum Abend nochmal was gegessen hast, spätestens dann Lust auf Süßes bekommst. Dass dann so richtig dieser Heißhunger reinkickt, weil du eben diese Berg- und Talfahrt hast. Und das sorgt in deinem Körper immer wieder dafür, dass er nach Nährstoffen schreit. Dass vor allem dein Gehirn nach Glukose schreit, nach Zucker schreit. Und das macht es dir langfristig gesehen natürlich extrem schwer mit dem Abnehmen. Denn wenn du jedes Mal wieder diesen inneren Kampf hast und dich immer wieder dagegen wehren musst, diesen Trieb, dieses Gelüst auf Süßigkeiten zu widerstehen und dagegen anzukämpfen, hast du immer Stress. Du wirst über jeden Tag ankämpfen, das erfordert dich Energie, das kostet dich natürlich auch mentale Kapazität, immer wieder Willensstärke aufzubringen und das macht es schwer. Und deshalb ist meiner Meinung nach das teilweise sogar viel, viel praktikabler, morgens was Kleines und Sinnvolles zu essen, dass du deinen Insulinspiegel moderat ansteigen lässt, dass du Energie hast, dass du auch besser leisten kannst erstmal, auch von der mentalen Kapazität her über den Vormittag hinweg. Und dann mittags, wenn du dann die zweite Mahlzeit schon isst, nicht dieses Katapult nach oben hast, hormonell gesehen, sondern dass diese Entwicklung dann wirklich moderat weitergeht und du nicht in diese Heißhungerattacken verfällst. Denn nichts ist schlimmer, wenn du immer wieder diesen Bedarf und dieses Gelüst hast, immer wieder irgendwie was essen zu wollen, aber nicht zu dürfen und dann hast du diesen inneren Kampf und das stresst einfach. Das ist extrem anstrengend und Abnehmen darf nie anstrengend sein. Das muss immer von alleine gehen, das muss flüssig laufen. Denn wenn es dich Kraft kostet, wirst du irgendwann diese Kraft mal nicht aufbringen können. Dann wirst du eines Tages irgendwann mal schwach sein, was ja ganz normal ist, wenn du eben mal einen schlechten Tag hattest und du wirst einknicken. Und da kann dir das Frühstück tatsächlich eben helfen, wenn es sinnvoll ist. Wenn du jetzt morgens nicht eben die schnellen Kohlenhydrate isst, das Buttercroissant oder dein Marmeladenbrötchen oder Nutellabrötchen, weil dann hast du natürlich denselben Effekt. Dann schießt am Morgen gleich dein Insulinspiegel nach oben, du bist in der Vormittagszeit dann schon platt und träge und brauchst Zucker und dann zieht sich das natürlich über den Tag. Das heißt, es steht und fällt mit dem richtigen Frühstück, mit langsamen Kohlenhydraten, dass dein Insulinspiegel eben sanft reagiert oder gar keine Kohlenhydrate, das heißt eben einfach nur ein bisschen Joghurt mit Beeren, Eiweiß, das ist das, was richtig geil ist zum Frühstück und wovon du massiv profitieren wirst, wenn du eben Gewicht verlieren willst. Ich hoffe, das hat dir geholfen und ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Klarheit in dieses ganze Thema Frühstück reinbekommen. Wenn dir das geholfen hat, abonniere auch sehr gern meinen Kanal, sodass du keine weiteren Videos wie dieses hier verpasst, dass du immer up to date bist. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut, dein Sebastian. Ciao.